Mit den erwirtschafteten Geschäftszahlen haben wir die Ziele unseres Jahresausblicks erreicht und das Gewinnziel sogar erheblich übertroffen. Und dies, meine Damen und Herren, ist uns das letzte Mal vor 3 Jahren gelungen und ist Ansporn und Verpflichtung, unsere erklärten Ziele auch zuverlässig umzusetzen. Europa bleibt für Siemens das Innovationszentrum. Asien ist und bleibt eine starke Wachstumsregion mit China als Schlüsselmarkt. Die stärkste und attraktivste Volkswirtschaft, meine Damen und Herren, jedoch wird auch in nächster Zeit die Vereinigten Staaten von Amerika sein. Wir werden also in 2015 mehr als 1.000 Millionen Euro investieren in Wachstum, in Produktivität und in Innovation. Mehr als im Vorjahr. Und meine Damen und Herren, erhebliche Mittel fließen dabei auch nach Deutschland. Investitionen und beschleunigtes Wachstum sind Voraussetzung für Wertschaffung im Unternehmen. Denn 2016 möchten wir wieder spürbar wachsen. Und 2017 wollen wir zum Wettbewerb im Wachstum aufgeschlossen haben. Wir sind auf Kurs mit unseren Plänen und wir setzen diese besonnen, aber auch konsequent um. Wir arbeiten hart für unsere Kunden, geben unseren Mitarbeitern Orientierung und schaffen nachhaltig Wert für unsere Aktionäre und für die Gesellschaft. Das ist unser Auftrag und das ist unser Versprechen.